Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daycamp. Heute bei Day 14. Ich bin Aurelio und hab keinen Bock. Tja, liebe Freunde, so hörte sich das nämlich heute den ganzen Tag von Aurelio an. Der hat nämlich wieder überhaupt keinen Bock und ach, das Aufstehen fiel ihm so schwer. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen am Day 14. Am 14. Tag bei Daycamp und natürlich auch beim Dschungel und natürlich auch spitzhackentechnisch, wie ihr seht, bei Day C. Da liegt übrigens noch eine Spitzhacke. Wir können die Spitzhacke gegen die Spitzhacke tauschen. Ja, der Schock von gestern ist überwunden. Der Walter ist draußen. Es ist tatsächlich so, es war kein April-Scherz. Die haben danach auch nicht nochmal einen Break gemacht und haben ihn wieder reingeholt. Walter ist entwaltert. Und wie ich schon sagte, Aurelio, es ist auch nicht der Megatag gewesen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Aktivität im Dschungel jetzt nach oben geht, nachdem Walter nicht mehr da ist. Es ging wieder los mit dem lieben guten Abgang vom Walter. Der Bums-Präsident ist also quasi auf den Weg in seine neue alte Residenz, um sein Amt anzutreten. Und ja, macht sich auf den Weg zum Hotel und hält sich aber immer noch für den Dschungelkönig, zumindest für seinen persönlichen. Und jetzt wird er vor dem Spiegel stehen und sagen, I'm the King. Ich bin der Walter. Oder, wie man es auch übersetzen kann, ich bin der Bundespräsident. Und dann hat der Walter einen Spruch gebracht, der wird wahrscheinlich in die Memoiren eingehen und der wird wahrscheinlich auch die nächste Wahl zum Bundespräsidenten bestimmen. Er sagte nämlich, Freiheit pur. Hier ist es so schön wie im Sauerland. Okay. Ja, Deutschland hat so schöne Ecken. Ich mache super gerne Urlaub auf den großen Zeltplatz in Castrop-Rauxel oder besuche die dicken Kinder von Süderbrarup. Also Deutschland hat schon seine Vorteilsseiten, das muss man mal sagen. Also warum soll ich denn in den Flieger steigen, wenn ich das deutsche Regenwetter genießen kann? Im Übrigen, wie gesagt, es wird keinen Sommer geben, denn Deutschland hat dieses Mal Sommer und Frühling direkt übersprungen und ist direkt in den Herbst hineingegangen. Ja, es ist auch nicht wahnsinnig viel passiert, das reicht eigentlich nur für eine kurze Folge, weil dann ging es schon darum, wer soll Dschungelprüfung machen. Dschungelprüfung machen sollte einmal Aurelio, zweimal Jörn, einmal Tanja und einmal Maren. Wobei Tanja, Maren, Aurelio sich selbst nominiert hatten. Na gut. Hier war ich auch gerade drin. Ey, bin ich im Wiederholungshimmel? Was willst du da machen? Auf jeden Fall erstmal was trinken. Obwohl, wir sind hydrated. Aber nur halbgrün. So, dann trinken wir halt noch ein bisschen was. Und die Dschungelprüfung heute hieß harter Brocken. Wir mussten jetzt einen kleinen Break machen, wie ihr seht, sind wir wieder neu gespawnt. Das liegt einfach daran, dass ich auf einen anderen Server gehen musste, in den sämtlichen anderen Servern, weil irgendwie die Texturen verhauen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass DayZ ein bisschen Angst hat, seitdem H1Z1 draußen ist. Und ja, wir haben ja wieder nichts außer Hoffnung, sehe ich gerade hier. Aber dadurch, dass der Server sehr leer ist, werden wir ein bisschen was zum Looten finden. Okay, also wie gesagt, Jörn, in die Dschungelprüfung. Ich beschreibe euch kurz, worum es da ging. Es war eine Holzplanke. Und an dieser Holzplanke waren lauter Sterne befestigt. Und zwar halbe Sterne. 8 halbe Sterne, das ergibt dann 4 ganze, wenn jemand rechnen kann. Und die sollte sich der Jörn holen. Und zwar folgendermaßen, er sollte bis zur Mitte der also an der Mitte der Plattform, muss man dazu sagen, es war also ein Holzbalken, in der Mitte war eine Plattform, am Ende war eine Plattform. Und er sollte auf diese Balken laufen bis zum Ende, sollte dann den ersten Stern abmachen, den in die Tasche packen, mit dem Stern zurücklaufen und dann den nächsten holen. Und den dann erst vorher festknoten und dann den nächsten holen. Hier kommt ein Zombie rein. Und ja, Jörn hat das auch ganz gut gemacht am Anfang. Er wurde dazwischendrin mit so einer Kugel beschossen und mit Bällen beschossen. Und wenn er die Sterne anknotete, regnete es jedes Mal Kalakacken von oben. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass die Leute schon sehr lange im Dschungel sind und sehr wenig gegessen haben. Das heißt also, die waren wohl ziemlich ausgemerkelt und auch ziemlich ausgemerkelt. Hat nichts mit der Bundeskanzlerin zu tun, ich sag's vorab.
und ziemlich kraftlos. Was zur Folge hatte, dass das Ganze natürlich auch sehr, sehr anstrengend war. Der Jörn hat das ganz gut gemacht, hat auch die ganzen halben Sterne alle geholt. Hat sich souverän auf der Plattform bewegt, das muss man sagen. Aber man hat auch gesehen, er sagte das eine Mal, er habe Kopfschmerzen. Und ihm geht es ja auch nicht ganz so gut. Sodass sich Dr. Bob schon ernsthaft Sorgen gemacht hat, während Daniel und seine Sonja noch ihre Witze gemacht haben. Was kein Vorwurf sein soll, was die natürlich machen sollen. Das ist ja denen ihr Job. Und ja, was soll man sagen? Er hat alle 8 halben Sterne geholt, plus den Bonusstern. Und hat damit das erste Mal seit Dschungel diesen Jahres die komplette Anzahl an möglichen Sternen für die Leute... Boah, der geht mir auf den Sack, der Zombie. Für die Leute geholt. Ja, ist okay, wir rennen weg. Für die Leute geholt. Und danach hat er wirklich richtig Kreislauf gekriegt, sodass Dr. Bob ihm zum Glück, sage ich mal, mit Sauerstoff versorgt hat. Das war auch definitiv nötig, weil, wie gesagt, durch dieses wahrscheinlich auch noch schnell geatmet, hyperventiliert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Hyperventilieren ist. Hyperventilieren ist, wenn man diese Schnellatmung macht, dieses... Könnt ihr mal gerne probieren. Das haltet ihr nicht lange durch, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Luft, die ihr einatmet, so flach in den Körper reingeht, dass sie gar nicht den Weg zur Lunge schafft. Und wer im Bio aufgepasst hat, wenn die Lunge keinen Sauerstoff bekommt, dann findet auch kein Sauerstoff-Kohlendioxid-Austausch statt. Was zur Folge hat, es kommt zu einer Sauerstoffunterversorgung im Blut, was irgendwann mal zur Ohnmacht führen kann. Schwindelanfälle, Kopfschmerzen inklusive. Ja, jetzt muss ich erstmal, jetzt habe ich die falsche Seite geblättert, sorry. Das wollte ich euch mal kurz nur medizinisch erläutern. Ja, danach ging es um die typische Anrufwerbung. Blödi Tanja natürlich wieder mit ihrer Art. Und die Maren mit ihrer normalen Art. Aurelio so, ja, wäre schon ganz cool, wenn ihr wieder für mich anrufen würdet. Weil, ja, würde ich mich echt freuen. Ich bin ja der Aurelio. Ne? Okay, ruf für mich an. Danke. Und dann ging es auch schon so weit, wer es geschafft hat und wer nicht. Beziehungsweise wer dieses typische... vielleicht bekommen hat, Entschuldigung, zum Rausgehen aus dem Dschungel. Und diesmal waren es der Rolfe und... Oh, wir können das T-Shirt ausringen, das wusste ich auch noch nicht. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Der Rolfe und der Aurelio und schlussendlich das Camp verlassen muss Aurelio. Und damit war die Folge auch zu Ende. Man hat auch gemerkt, die wussten überhaupt nicht, was sie senden sollen, weil normalerweise, nachdem dieses verkündet war, geht's normalerweise, jetzt habe ich die Schnauze voll von dem Vieh hier hinter mir, geht's normalerweise auch sehr schnell, dass die dann aus der Aufnahme rausgehen und die nächste Sendung. Und diesmal war es halt, ja, dann kam noch der Gewinner und dann kam nochmal die Sonja. Also die hatten nicht wirklich was zu senden, dadurch habe auch ich nicht so viel zu erzählen, außer hoffen wir, dass noch ein bisschen Pep in die Bude kommt. Ich weiß nicht, wer es machen soll. Vielleicht die Maren Gilzer, vielleicht macht es einen Buchstabierwettbewerb. Oder der Jörn spielt nochmal Superhero. Euer Aurelio erzählt uns eine gute Nachtgeschichte. Oder, ach, der ist ja raus, stimmt, der kann ja gar nichts mehr machen. Ach doch, der kommt morgen nochmal, wie er ins Hotel kommt. Das wird nochmal sehr langweilig spannend. Oder aber der Rolfe spielt nochmal mit seinen Fischlein und stellt 1 Liter Wasser neben die Toilette. Oder natürlich, bevor ich es vergesse, ah, guck mal, meine oh, die sind voll kleiner geworden, Rolfe. Vielleicht bringt die noch ein bisschen Pep rein. Obwohl, bei dir würde ich es mir eigentlich gar nicht wünschen. Dann lieber Buchstabierkurs mitmachen gilt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Es war eine kurze Sendung, sorry, kann ich nichts für. Hoffen wir, dass es morgen mehr zu berichten gibt. Und am Samstag ist das Finale. Aber dann, ganz wichtig nochmal, nicht sofort nach dem Finale in den TS joinen. Wir werden am Sonntag ein Special machen und ich werde euch nochmal rechtzeitig bei Facebook und Twitter bekannt geben, wann wir das starten, wann ihr da reinjoinen könnt. Und dann reden wir über das Finale. You are dead. Schönere Abschließworte konnte ich gar nicht finden. In diesem Sinne, schönen Tag, schöne Nacht, guten Sex, gute Arbeit, was auch immer. Und lauft rechts und grüßt die Leute. Ich bin euer Songy GameJ und wir sehen uns morgen. I'm day 15.